So. Oh, ich sollte echt speichern, weil wenn... Wir haben es ja beim letzten Mal gesehen, wenn das Spiel mal abstürzt und man hier durch eine Tür durchgeht, wäre das nicht gut. Auch wenn der Autosave-Punkte eigentlich meistens ganz gut angelegt sind. Hallo, ich habe Speichern ja gesagt. Ich habe Nein gedrückt, ne? Überschreiben! So, sehr schön. Gut, gut, gut. Dann hat der Schmied noch offen. Ja, der hat noch offen, aber da kümmern wir uns gleich drum, wenn wir hier fertig sind. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in hier zum Verwalter und mal gucken, was über Ich uns. würde lieber hier bleiben, wenn du erlaubst. Warum? Du willst mir doch nicht davonrennen, oder? Mir gefällt der Gedanke nicht, wieder von den roten Weisen eingelocht zu werden. Es könnte mir meine berühmte Zurückhaltung rauben. Und ich bin sicher, dass du nicht einen weiteren deiner wertvollen Auftraggeber vom Boden kratzen willst. Stimmt. Ich bevorzuge sie in einem Stück. Gut, okay, du kannst hier bleiben. Aber wenn du auf den Gedanken kommst, wegzulaufen, werde ich dich finden und das würdest du nicht wollen. Ich zittere. Aber ja, ich warte hier. Gut, dann gehen wir mal rein. Ja, also wie. Na, hallo? War hier ins Rathaus gehen. Ja, ich bin echt gespannt, wie Sybil reagiert, ob die jetzt unsere Gruppe langfristig verlässt, jetzt wo wir Ersatz haben auf der Magiefront. Ich hoffe ja eigentlich nicht, weil im Kampf war sie relativ hilfreich, gerade so was Abwehrmagie betrifft. Hast du die berühmte Bestie gefunden? Gefunden und getötet. Aber erwarte nicht sein Fell für den nächsten Winter, da ich es nicht mitgebracht habe. Tolle Neuigkeiten. Ich wusste, dass das Dorf auf dich zählen konnte. Nicht wirklich toll. Eolas ist tot. Tot? Aber nein, das ist nicht möglich. Bist du sicher? Wenn es sich nicht bewegt, es nicht atmet und es dich dümmer anstarrt als ein Bohnenverkäufer, bedeutet das in der Regel, dass es tot ist, ja. Ich verlange mehr Respekt. Die Roten Weisen sind uns eine große Hilfe. Eolas war sehr nützlich, ein guter Mann. Und er stand unter deinem Schutz. Stand er? Stand er? Du machst Witze. Dein guter Mann hat ein paar Leichen im Keller. Er hat die Sumpfbestie kontrolliert, um Leute fernzuhalten. Er hat euch alle zum Narren gehalten. Eolas war sogar bereit, seine einzige Tochter zu töten, um seine Geheimnisse zu wahren. Was für ein Unfug ist das? Wie kannst du solch unglaubliche Anschuldigungen machen? Ist er durch dich gestorben? Erwähnen wir sie oder erwähnen wir sie nicht? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Er ist durch seine eigene Magie umgekommen. Ich hatte nichts damit zu tun. Wenn du mich fragst, war er nicht besser als ein dunkler Eisfürst. Und was meine Anschuldigungen angeht, kann ich nur sagen, was ich selbst gesehen habe. Du glaubst mir nicht? Frag seine Tochter. Sie wird alles bestätigen. Da kannst du dir sicher sein. Was weißt du über die Gefangene? Wenn Eolas sie gefangen hielt, muss sie gefährlich gewesen sein. Tja, ich will sie eigentlich echt nicht ans Messer liefern, weil, wenn ich sage, sie ist verdächtig, dann werden sie wahrscheinlich hier behalten. Weil natürlich, ich habe keine Ahnung, wird man uns gegenüber Misstrauen haben. Sie spricht nicht viel, aber irgendwas sagt mir, dass sie mehr über die dunklen Eisfürsten weiß, als sie zugibt. Das gefällt mir nicht. Vielleicht hast du einen Wolf zur Schafherde gebracht. Oder vielleicht jemand sehr Nützliches in unserem Kampf gegen die Todwandler. Dann musst du es herausfinden. Solange ist sie in deiner Verantwortung. Ich sollte sie umgehend an die Roten Weißen übergeben, aber nach dem, was du mir erzählt hast, bin ich nicht mehr sicher. Sie wird fair befragt werden. Bis dahin weicht sie nicht von deiner Seite. Wenn es auch nur das kleinste Problem gibt, bist du verantwortlich. Und
Hier gibt es kein Gefängnis. Solltest du das nicht bemerkt haben. Okay. Klingt fair für mich. Was du auch immer von Aeolas gehalten hast, sein Tod ist ein großer Verlust für Valvenor. Er sollte sich einer äußerst unangenehmen Sache annehmen. Los! Ich weiß, wo das hinführt. Was soll ich tun? Es gibt keine Garantie, dass du der Sache gewachsen bist, Freiklinge. Selbst Myrana ist verwirrt. Was ist es? Eine Epidemie? Genau das will ich wissen. Einige Dorfbewohner benehmen sich seltsam seit einiger Zeit. Sie sind abwesend, schweigsam und reagieren kaum auf das Geschehen um sie herum. Sie sind nur verkatert. Wenn du mehr trinkst, wirst du das verstehen. Ich denke, dass es hier einige gibt, die den Unterschied kennen. Es ist etwas anderes. Sie scheinen konzentriert, als würden sie uns beobachten. Ich fürchte, es ist eine Art Krankheit, die das ganze Dorf heimsuchen wird. Verstanden. Ich pfeffer ihnen ein paar. Das sollte sie aufwecken. Bei den Göttern. Das hatte ich nicht im Sinn. Aber ich muss zugeben, dass mich das Ergebnis mehr interessiert als die Art der Untersuchung. Nun, das ist meine Methode. Also machen wir es so, wenn du gestattest. Ich helfe dir nicht, weil du den Hauptmann traurig angeguckt hast. Sehr schön, ich pfeffer ihn ein paar. Gut, das Kuriose ist, ich habe so das Gefühl, dass das mit diesem Heyman zusammenhängt, den wir gerettet haben, der ja auch so ein bisschen apathisch war. Ja, wenn das mal alles nicht zusammenhängt, irgendwie infiziert oder sowas, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall interessant. Also der Plot verdickt sich. Verdickt sich, das klingt auch falsch. Ich wollte mal gucken, können wir eigentlich hier Randloff nicht an... Randwahl heißt, ich sag mal Randloff die ganze Zeit. Randwahl nicht anheuern? Der Ritter hat von einem unangenehmen Ereignis gehört, das während des Gesprächs zwischen dem Söldner und dem Verwalter passierte. Ja, die kurze Version ist, dass ich einen Dämon in mir trage. Einen Dämon? Der Ritter hat nie von einer solchen Kreatur gehört. Sollte er besorgt sein? Im Moment ist es nur eine Stimme in meinem Kopf, die mir nicht schaden will. Aber wenn ich durchdrehe und jeden angreife, zähle ich darauf, dass du tust, was getan werden muss, okay? Der Ritter fühlt sich geehrt bei so viel Vertrauen. Er wird es nicht missachten. Oh, ich könnte ihn sogar schon mitnehmen. Ich gehe. Ja, dafür müssen wir erstmal die Klingen finden. Jetzt wollte ich vorher mal schauen. Ich meine, irgendwo muss immer noch die Nahrung sein. Wir suchen seit 3 oder 4 Folgen die letzte Nahrung und finden sie einfach nicht. Gut, ich sehe hier vorne ist... Achso, er hat noch eine Quest vermutlich. Wir können uns erstmal um den Stufenaufstieg kümmern. Ja, wo stecke ich Punkte rein? Ich fühle mich eigentlich mittlerweile relativ heimisch, was den Tree hier angeht. Chance eines übermenschlichen Ausweichen während des Konterns. Bam. 2 Punkte reingesteckt. Ja, komm. Erhöhter Schaden ist auch gut. Da sind wir fast schon auf Experte hier oben. Es fehlt zumindest nicht mehr so viel. Hier haben wir auch mittlerweile 2 Punkte. Maximale Magie erhöht ist, glaube ich, ganz gut. Was haben wir noch? Packesel, zusätzliches Gewicht. Chance, Gegenstände zu finden erhöht. Oh, das wäre natürlich auch ganz gut. Was haben wir denn noch? Finder, Truhen geben ein Geräusch ab. Im Kampf, was haben wir hier noch? Töte mit Feuerzauber 15 Feinde. Man muss natürlich immer gucken, womit man die Sachen freischaltet. Fallensteller weniger. Ist natürlich auch nicht schlecht, wenn das weniger kostet. Ja komm, Fallen nutze ich relativ viel. Gut, das hätten wir. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal schauen. Ja, die Waffen brauchen wir in der Gaststätte nicht ziehen, ist ein bisschen überzogen. So, wir müssen zum Hauptmann. Ist der hier vorne? Ich glaube schon, ne? Ah ne, hier ist Sybil, aber... Ah, Sybilly. Geh weg, Vulkan. Ich will nicht mit dir reden. Tut mir leid mit deinem Vater. Sie hat mich überrascht.
Ich hatte keine Chance, ihn zu beschützen. Auch wenn ich wünschte, du hättest ihn gerettet, war es nicht deine Schuld. Die Hexe ist schuld. Ja, auch wenn es verständlich ist, dass sie sauer auf deinen Vater war. Was immer er ihr angetan hat, er hat nicht verdient, so zu sterben. Sie ist eine Mörderin, ein Monster. Ein Monster, das dir wohl das Leben gerettet hat. Vielleicht. Aber warum wurde sie von meinem Vater gefangen gehalten? Wusste er, dass sie ihn töten wollte? Er hatte uns zu seinem Schutz. Und wenn er nicht plötzlich im Sumpf gewesen wäre, würde er noch leben. Das macht einfach keinen Sinn. Wir müssen herausfinden, was er vorhatte. Er muss etwas geplant haben, weil er mit niemandem darüber gesprochen hat. Nicht einmal mit denen, die ihn beschützen sollten. Was wirfst du ihm vor? Nichts, wirklich. Ich stelle nur Fragen. Aber ich brauche deine Hilfe, um die Antworten zu finden. Ich werde dir helfen. Ich will genauso wie du wissen, was passiert ist. Okay. Bis später. Das klingt sehr gut. So, oh, das Quest abgeschlossen. Dann würde ich sagen, wir können jetzt mal... es ist, glaube ich, Tag, ne? Oh, das war Tröste, Sibyl. Oh, hier ist aber mehr los plötzlich. Sieh meine an. Ich will aber jetzt mal draußen gehen. Denn wir sollten jetzt mal mit dem Hauptmann reden. Zum einen müssen wir wegen hier unserem Klinganwärter mit ihm reden. Und zum anderen, ja, ich denke für die Hauptaufgabe, die können wir uns gleich mal anschauen, die Quests, was da jetzt genau hinterfragt wird. Oder was genau benötigt wird. So, steht sie hier noch? Ja, da steht sie. Gut, gucken wir uns erstmal den Questlog an. Also. Oh, auch schön, dass wir hier... Oh, das ist ja richtig viel... ja, richtig viel Theorycraft drin, möchte ich fast sagen. Das gefällt mir. Negative Effekte. Cool, cool, cool. So, Aufgaben. Kapitel 2, das böse Auge. Untersuche die, okay, die Dorfbewohner, die uns komisch vorkommen. Was haben wir als Nebenaufgaben noch offen? Genau, das hier will ich als nächstes machen. Ja, besorge Nahrung. Ich weiß nicht, wo ich die Nahrung finden soll, ganz ehrlich. Oh, nee, das ist ja mit Nahrung wieder verbunden. Wie gesagt, das, keiner, den Rest haben wir eigentlich alles fertig. Außer vielleicht Verwaltungsprobleme. Ich meine, wir könnten mit dem Verwalter noch sprechen für eine zweite Aufgabe. Jetzt bin ich hier gerade raus. So, komm du erstmal mit. So wie ich verstanden habe, verhalten sich einige Leute hier dümmer, als sie es schon vorher getan haben. Das stimmt. Sie haben mich gebeten, dem nachzugehen. Perfekt. Ich komme mit dir. Warte. Was versprichst du dir davon? Gibt es einen bestimmten Grund, weshalb du weiterhin mit mir diese Untersuchung machen willst? Ich bin in einem schmutzigen Dorf voller hasserfüllter und misstrauischer Bauern gefangen, die nicht zögern würden, einen Scheiterhaufen für mich zu errichten, wenn du nicht da wärst. Wenn ich bei dir bleibe, ist es weniger riskant. Und wer weiß, wenn ich dir helfen kann, akzeptieren sie mich vielleicht. Mädel, hast du mal gesehen, wie du angezogen bist? Die akzeptieren dich auf jeden Fall. Okay, dann komm mit. Ich nimm dich mal mit, junge Dame. So, wo finden wir den Hauptmann denn jetzt eigentlich? So, die Bewohner sind irgendwo da. Ich muss aber echt den Hauptmann finden. Und mit dem sollten wir schon beim letzten Mal sprechen, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Hier ist der wieder. Und hier vorne kommen wir auch zur Aufgabe 1. Ja, hier geht's durch. Ist ja schön alles verbunden in der Stadt, das gefällt mir. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass wir langsam mal weiterziehen und mal andere Lokalitäten sehen. Halt mal, Sprengmeister. Hast du dich immer noch nicht selbst in die Luft gejagt? Ich habe einige Fragen an dich. Bis später. Nee, ich habe keine Fragen an dich. Ich will den Hauptmann finden. Wo ist der fucking Hauptmann? Nicht so schwer zu finden sein, der Kerl. Ich meine, wenn ein Büffel hier ist, dann wird der Rest wohl auch hier sein, oder?
Einen guten Tag wünsche ich. Ich glaube, heute ist dein Glückstag. Ach ja? Wirklich? Was versuchst du mir zu verkaufen? Verkaufen? Direkte Worte, die mich kränken. Nein, leider habe ich nichts zu verkaufen. Außer ein paar erstklassige Informationen, die dir bestimmt helfen würden. Informationen? Was für Informationen? Nun, eine kleine Entschädigung wäre sehr willkommen. Durch den Krieg ist so wenig geblieben. Hier, nimm das. Was hast du zu erzählen? Es scheint so, als kennen die Roten Weisen einen Weg, den Krieg zu gewinnen. Sie haben scheinbar jemanden gefunden, der Feuer spucken kann und so die dunklen Eisfürsten nur mit einem Blick verbrennen kann. Ich glaub's nicht. Dafür nimmst du Gold? Verarschst du mich? Ich schwöre, dass es stimmt. Bitte, wir verhungern. Ich lasse dich dieses Mal. Aber versuche nie wieder, mich zu verarschen, wenn dir deine Hände lieb sind. Genau, frag mal Jamie Lannister. Ich wollte dich fragen... Genau, ich gehe. Was ich dich fragen wollte, ich gehe. So, ich will diesen fucking Verwalter finden. Wo ist der? Beziehungsweise der Hauptmann, nicht der Verwalter. So, ihr steht hier einfach so rum. Was haben wir denn da drüben für einen, der an der Wand steht? Karte, rufen mal die Karte auf. Okay, hier vorne 1 und 2. Ich vermute, der Hauptmann könnte hier vorne sein, um die Ecke. Aber hier ist auch ein Schlaflager. Vielleicht ist hier unser... Ah ja, unser Klingenlager ist hier. Sehr schön. So, erstmal plündern. Ah, ich vermute, das ist einer von denen, die so ein bisschen apathisch sind. Das sollte genug Nahrung sein. Ja, wir haben genug Nahrung. Wir hören, was Myrana zu sagen hat, wenn wir zu ihr gehen. Okay. Das machen wir jetzt eben schnell. Das machen wir jetzt eben schnell, weil dann haben wir die Nebenaufgabe auch erledigt. Ich weiß ja nicht, was hier passiert. Nicht, dass irgendwas im Dorf passiert und wir können plötzlich die Nebenaufgabe nicht mehr machen. Hätten wir jetzt aber eine schwere Geburt, diese Nahrung zu finden. Ich glaube, die suchen wir seit Teil 3. Und ich habe sie einfach nicht gefunden. Das war ja schon so ein bisschen peinlich. Aber gut, kann natürlich in irgendeiner Kiste drin sein. So, zum Glück ist sie direkt hier. Haben wir jetzt genug Heiltränke? 7, ja, das reicht auch. Dann ist die Aufgabe auch erledigt. Hier, ich habe die Zutaten, die du brauchst. Und auch ein wenig Nahrung. Das ist sehr großzügig von dir. Ich verspreche dir, dass es viele Leben retten wird. Warum? Kannst ebenso eine Leiche bandagieren. Fehlen nur noch die Heiltränke. Ich habe dir sonst alles gebracht, was du wolltest. Ja, wir machen Fortschritte. Sonst noch was? Ich hab die Heiltränke doch. Ich gehe. Bis später. Warum habe ich die Heiltränke denn jetzt nicht? Ich habe doch 7 Stück. Das müsste doch reichen. Hier ist auch noch nicht abgestrichen. Bring 5 Heiltränke zu Myrana. Warten wir mal ab, bis hier alles abgestrichen ist. Und das war's. Was kann ich für dich tun, Vulkan? Da waren doch 7. Was hast du zu verkaufen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil ich habe genug Heiltränke. Muss ich die verkaufen an sie vielleicht? Warte mal, das könnte natürlich sein. Das muss ich mal checken. Wo habe ich denn die Heiltränke hier? Heiltrank. Mal gucken, ich verkaufe mal einen. Dann gucken wir mal in den Questlog rein. Ob da irgendwas sich ändert. Kurioserweise nicht. Gehen wir mal ein Stückchen weg und kommen nochmal an. Weil die Heiltränke habe ich ja. Also, wo hast du dich versteckt? Haimon? Ich glaube, der ist infiziert. Was kann ich für dich tun, Vulkan? Du nimmst bitte meine Heiltränke. Lass uns über dein Haus der Heilung reden. Ich habe ein paar Heiltränke gefunden. Hier. Ich hoffe, das hilft dir für einige Zeit bei deiner Arbeit. Die werden mir sehr von Nutzen sein. Ich danke dir.
Ich glaube, du hast alles, was du brauchst. Danke für deine Hilfe. Aber täusche dich nicht. Bei all den Flüchtlingen. Ich werde nie genug Vorräte haben. Wann immer du Nahrung oder Zutaten übrig hast, wäre ich mehr als bereit, sie dir abzukaufen. Ich werde es mir merken. Ich gehe. Bis später. Ja, das ist manchmal ein bisschen doof, dass diese ganzen Sachen so tief in den Menüs... Oh, Waffe. In den Menüs versteckt sind. Da musst du jetzt ja wirklich suchen, um das mit den Heilsrecken hinzukriegen. So, wir haben eine neue Waffe bekommen. Warte mal, zum einen können wir die Wehrbestie hier mal abstreichen. So, also wir haben eigentlich... Mit dem Hauptmann müssen wir jetzt reden. Das ist eh unsere Hauptaufgabe, beziehungsweise ist Hauptaufgabe und Nebenaufgabe, glaube ich, verbunden. Können wir es hier oben zuklappen? Nee, kann man nicht. Ah, doch, abgeschlagen. Ah, fertige können wir ausblenden. Mein Gott, so einfach kann es manchmal sein. Okay, jetzt gucken wir uns mal eben die Waffe an, die wir bekommen haben. Was war denn das? Algandria. Oh, ist zwar langsam, macht aber eine ganze... Wobei, macht weniger Schaden, macht aber mehr Crit und höhere Störfähigkeit. Vielleicht kann ich... Guck mal, vielleicht kann ich die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen, indem ich hier irgendwas reinpacke. Physischer Schaden erhöhen. Ja, bleibt langsam. Aber gut, eine schnelle Waffe habe ich natürlich. Wisst ihr was? Wir packen das mal rein. Ja, was nehmen wir? Störfähigkeit, der ist schon relativ gut. Ja, drei mehr kritische Treffer ist auch nicht schlecht. Komm, wir machen mal so. So, und dann rüsten wir das Ding auch aus. So, schicke kleine Axt. Ja, die sieht wirklich gut aus. Gut, damit jetzt können wir wirklich zum Hauptmann gehen und können uns wieder um die Hauptaufgabe kümmern. Beziehungsweise ungleichzeitig um die Anwerbung von Rand, Love, Love, ihr wisst schon. Ihr wisst schon, wen ich meine. Den, dessen Name ich nie richtig aussprechen kann. Ich glaube, Rand Love ist es. So, vorher mal ganz kurz speichern. Und jetzt ist wieder mittendrin. Das ist unfassbar. Anstatt, dass hier direkt oben wir starten, muss ich immer erst scrollen. Ach ja. Und ich meine, wir sind mittlerweile fast 5 Stunden im Spiel und ich habe weiterhin echt meinen Spaß. Also, Wertungen sind ja so ein bisschen durch die Bank durch. Es gibt sehr hohe im 80er%, es gibt sehr niedrige im 40er% Bereich. Also, es wäre so ein Spiel für, ja, wieder eine sehr subjektive Erfahrung. Vulkan! Verdammter Mist! Was hast du mit Eolas angestellt? Ich habe ihn nicht angerührt, Hauptmann. Aber wenn du meine Meinung wissen willst, hat er uns verarscht. Also musstest du ihn töten? Das war unser verdammter Auftraggeber. Konntest du nicht eine Sekunde darüber nachdenken? Ich habe ihn nicht getötet. Es war diese Frau. Edwin, sie hat ihn getötet. Das wurde mir auch erzählt. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass dieser Idiot von einem Waisen unser Kunde war. Und dein Job war es, ihn zu beschützen. Wenn er versucht hat, uns übers Ohr zu hauen, ist es mein Job, mich darum zu kümmern. Und woher kommt dieses scharfe, halbnackte Teil überhaupt? Sie war seine Gefangene im Sumpf. Es scheint, als brauchte er Informationen von ihr, die sie ihm offensichtlich nicht gegeben hat, da sie noch am Leben ist. Gut. Vielleicht können wir sie gebrauchen. Ich habe bereits mit der rechten Hand von Eolas gesprochen. Scheint, dass er sie genauso hinters Licht geführt hat wie uns alle. Sie sind einverstanden, unseren Vertrag aufrechtzuerhalten. Du musst diese Edwin zum Reden bringen. Ich will wissen, woher sie kommt, wer sie ist und für wen sie arbeitet. Das alles. Und pass auf die roten Waisen auf. Wir wollen nicht nochmal verarscht werden. Verstanden, Hauptmann. Ich kümmere mich drum. Wenn du Falke findest, sag ihm, er soll seinen Hintern hierher bewegen. Ich habe ihn auf eine Aufklärungsmission geschickt und noch nichts von ihm gehört. Glaubst du, ihm ist etwas passiert? Nun, es gibt hier keine besonderen Hurenhäuser, also ja, es könnte ihm etwas passiert sein. Ich finde ihn. Ich mag's, wie düster diese Welt ist, ganz ehrlich. So, Hauptmann, ich habe mich mit Randval, dem Wächter des Dorfes, im Duell gemessen. Und bevor du anfängst, über verschwendete Energie zu meckern, sollst du wissen, dass er darauf bestanden hat. Er ist ein großer Krieger. Er trifft dich, als würde er einen Baum fällen und kann einen Hieb einfach abschütteln.
Er will den Klingen beitreten. Ich habe das Gefühl, dass jeder neue Rekrut in den letzten Tagen direkt auf dem Friedhof landet. Aber aufgrund unserer Verluste kann ich nicht ablehnen. Bring ihn zu mir. Ich schaue ihn mir an. Sehr schön. Hast du von den Bewohnern gehört, die sich seltsam verhalten? Ja, davon habe ich gehört. Für mich stinkt das zum Himmel. Nimm den dort drüben zum Beispiel, der mich so anstarrt. Wären wir hier nicht gestrandet, würde ich rübergehen und ihm eine Lektion erteilen. Ich habe Büffel gesagt, dass er sie beobachten soll. Wenn sie komisch werden, wissen wir rechtzeitig Bescheid. Okay, ich gehe. Ich denke, das hier ist einer von denen. Alles in Ordnung? Redet auch nicht wirklich. Ich wollte nur, weißt du, höflich sein. Du musst mir nicht gleich deine Lebensgeschichte erzählen. Hodor, Hodor! Bist du verrückt geworden? Seine Lippen bewegen sich nicht. Ich will nur mein Gesicht wahren. Ich hasse es, ignoriert zu werden. Merkwürdig. Alles merkwürdig. Ich sehe gerade die Hauptaufgaben, die ist eine Nebenaufgabe da vorne. Wer startet denn hier so rum? Das sind unsere Leute. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, weil... So, aufgabentechnisch... Wo haben wir es denn? Da ist das Aufgabenjournal. So, Hauptaufgaben. Untersuche die Dorfbewohner. Ja, da bin ich ja bei. Was sind die Nebenaufgaben? Jetzt finde Falke. Ja, untersuchen. Gut, untersuchen wir mal weiter. Schauen wir mal, wo wir weitere von denen finden, die sich merkwürdig verhalten. Gucken, sehen wir irgendwas auf der Karte? Eigentlich da vorne sehen wir Punkt 1. Also da sind irgendwo welche. Würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Warte mal, ist das nicht hier, wo wir schon mal waren? Oben ist das, ne? Das ist hier oben unser Büffel. Unser Büffel! Weiß der etwa was? Mal gucken. Der Hauptmann hat mir erzählt, du hättest ein Auge auf die Dörfler, die sich seltsam verhalten. Ja, sieh sie dir an. Siehst du dieses Pärchen da? Schau dir mal den Mann genauer an. Da habe ich ja schon Zombies gesehen, in denen mehr Leben steckte. Es ist, als wäre er innerlich tot. Und das sind nicht die einzigen. Es gibt mindestens noch ein halbes Dutzend andere. Aber was mir so gar nicht behagt, wenn man gut aufpasst, stellt man fest, dass sie sich hier alles ganz genau anschauen. Aber was stimmt mit ihnen denn nicht? Keine Ahnung. Sie sehen aus, als ob sie sich in Todwandler verwandeln. Aber was mir wirklich Sorgen macht, ist, wie sie aufgestellt sind. Siehst du, welche Posten sie bezogen haben? Sie können von ihren Standorten aus den Großteil des Dorfes überblicken. Ich bin mir fast sicher, dass sie diesen Ort für wen anders ausspähen. Da dich das so sehr zu interessieren scheint, solltest du mit ihnen sprechen. Hier, ich markiere dir auf der Karte, wo sie sind. Bis später. Ja, ich hab doch gesagt, die planen irgendwas. Die planen irgendwas. So, gucken wir uns mal an. Hier unten sind schon mal die ersten. So. Hallo. Ja, erzähl mir nicht so viel. Alles okay mit dir? Kannst du mich verstehen? Eigentlich sollte man sie direkt abschlachten, ne? Guten Tag, bist du mit diesem Mann verwandt? Man könnte behaupten, dass Meljev mein Mann ist. Mein Name ist Miguel. Nun, weißt du, was mit ihm los ist? Hast du etwas Seltsames an ihm bemerkt? Natürlich. Er benimmt sich wie ein Gemüse. Aber ich muss zugeben, dass er so schön ruhig und friedlich ist. Wann hat er sich verändert? Vor ungefähr 3 Tagen. Er ging zum Jagen in den Sumpf. Doch als er mit leeren Händen zurückkam, hatte er diesen starren Blick. Was heißt friedlich? Ist er sonst aktiver?
aktiver? Du machst Witze. Aber zum ersten Mal seit Jahren muss ich mir nicht den ganzen Tag sein Gejammer anhören. Und ich weiß nicht, welchen der Götter ich danken muss, denn er schnarcht nicht mal mehr. Du meinst, dass er ruhig schläft? Nun, er schläft weniger, wenn du das meinst. Ich habe ihn erwischt, wie er mitten in der Nacht aus dem Haus geschlichen ist. Aber er kommt immer nach ein paar Stunden wieder. Okay, interessante Info. Also werden wir den wahrscheinlich mal verfolgen nachts. Weißt du, wo er nachts hingeht? Nein, keine Ahnung. Nicht in die Taverne. Das ist die Hauptsache. Es stört dich überhaupt nicht? Seien wir mal ehrlich. Betrachtet man die Frauen, die hier noch zu haben sind, und was für ein schlechter Liebhaber er ist, glaube ich nicht, dass er eine Geliebte hat. Und in den Sümpfen wird er mit Sicherheit keine heißen Schlampen kennenlernen. Du wärst überrascht. Du bist zu nett. Ich bin nicht sicher, ob ich mich geschmeichelt oder beleidigt fühlen soll. Ändere nichts. Du bist perfekt. Als wüsste ich das nicht. Entschuldige die Störung. Ich gehe. Ja, also in den Wäldern findet er vielleicht keine heißen Schlampen, aber er findet zumindest Gegner, die eine Vagina haben. Wir müssen seltsamen Patienten nachts rausgehen. Also sollten wir herausfinden, wohin. So, hier sind doch die nächsten. Kennst du diese Frau? Natürlich kenne ich sie. Ihr Name ist Agatha und wir sind seit 8 Jahren verheiratet. Auch wenn mich die alte Kuh behandelt, als kenne sie mich nicht. Was ist mit ihr passiert? Frag sie doch selbst. Sie spricht nicht mehr mit mir. Ich weiß, dass wir auch Probleme hatten. Aber das? Wie lange verhält sie sich so? Es kam vor 2 Tagen ganz plötzlich über sie. Sie ging mit Jarvis und den anderen in den Sumpf, um Bären zu sammeln. Als sie zurückkamen, wollte keiner von ihnen mit mir sprechen. Wohin gingen sie genau? Was? Woher soll ich das wissen? Entschuldige, aber Bären sammeln ist Frauenarbeit. Aber sie gehen nie sehr weit. Ansonsten würden sie überhaupt nicht zurückkehren. Also ging sie nicht alleine? Jarvis ist einer der Männer von Mason, oder? Ja, genau. Sie waren zu 5 oder zu 6. Warum fragst du nicht Jarvis? Er müsste bei den Baracken sein. Ja, wäre besser, wenn du mich nicht erwähnst, wenn du mit ihm redest. Ist noch etwas mit ihr, außer dass sie nicht spricht? Nun... Sie ist nicht wirklich begeistert im Bett, falls du das meinst. Sie sagt und tut nichts und lässt mich einfach machen. Sie tut noch nicht mal so, als würde es ihr Spaß machen. Männer, gib ihnen ein Stück Fleisch mit einem Loch drin und sie sind nur Minuten von Befriedigung und Schlaf entfernt. Ja klar, aber nicht jeder Mann ist so. Stimmt, einige sind langsamer. Andere zeigen dem Fleisch ein wenig mehr Respekt. Ich habe nur versucht, eine Reaktion von ihr zu bekommen, um die Dinge zwischen uns zu klären. Das ist nicht wirklich das, was ich wissen wollte. Entschuldigung. Warte, da ist noch was anderes. Ich bin letzte Nacht wach geworden und sie war nicht da. Ich habe eine halbe Stunde gewartet, bevor ich wieder einschlief. Aber sie kam nicht zurück. Erst als die Sonne aufging, war sie wieder da. Und ich vermute, du hast keine Idee, wohin sie gegangen ist. Nein. Und sie erzählt es mir auch nicht, wie gewöhnlich. Ich hoffe, dass sie keinen anderen Mann trifft. Ja, das wäre das Letzte. Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie das tun würde. Du wirkst wie der... perfekte Ehemann. Ich gehe jetzt. Ach, die Konversationen sind einfach so herrlich. Also das macht echt richtig Spaß hier. Wir sollten besser zurückgehen und mit dem Trunkenbold reden, der sich Hauptmann der Wache schimpft. Wir müssen herausfinden, wohin diese Expedition führt.
Yes, Mädel, sollten wir. Da können wir hier durchgehen. Ne, hier vorne. Ja, erstmal. Oh, guck mal, Glühwürmchen. Glühwürmchen. Ist das nicht schön? Ach, herrlich, herrlich. Ja, wir haben eine ganze Menge erfahren. Also, die stellen sich nachts scheinbar in den Wald an, ne? Ja, ich will nicht wissen, was die vorhaben. Also, das klingt für mich alles so ein bisschen nach Invasion. Oh, 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 oh. Wenn das Spiel. Ich speichere mal ganz kurz nach dem, was wir jetzt alles gemacht haben. Sicher ist sicher. 4 Stunden Spielzeit, meine Güte. Also die Zeit verfliegt wirklich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil ihr seht das Ganze ja in Teilen, aber ich habe echt meinen Spaß mit dem Titel. Das ist wieder so ein Guilty Pleasure, ganz ehrlich. So ein Titel, wo man weiß, der ist nicht so super überragend, aber er macht auf jeden Fall Spaß. Ja, gehen wir direkt mal zum Haupt... Guck mal, sieht aus, als könnten wir hier hochlaufen, ne? Und dann können wir es doch nicht. Warte mal. Ich laufe hier gerade falsch, merke ich gerade. What? Wie muss ich denn hier laufen? Da unten runter und dann hier, ne? Ah ja, okay. Einmal quer durchs Dorf, um den Hauptmann der Wache zu finden. Ach ne, der Hauptmann der Wache ist hier, unser unfreundlicher Kerl. Ah ja, Mason, wie sie immer so schön sagen, wie ich sag Mason. Stimmt es, dass du die Bestie getötet hast? Hörst du mit dem Trinken auf, wenn es so ist? Was? Ach, das ist alles Schwachsinn. Dachte ich mir. Aber ich habe die Bestie getötet. Gut. Okay, dann. Du und ich hatten einen schlechten Start. Wir schulden dir was. Das ist ziemlich beeindruckend. Laut dem Verwalter verhalten sich einige Bewohner seltsam. Ich habe herausgefunden, dass sie in der Nacht verschwinden. Und? Das ist alles? Ich glaube, dass du ihnen folgen musst, um herauszufinden, was sie machen und wo sie es machen. Hm. Dein Mann, Jervis. Er scheint sich seltsamer zu benehmen als der Rest deiner Truppe. Oh, er, ja. In den letzten Tagen ist er total abgedreht. Mist. Er hat es auch. Er wird total durchknallen, wie die anderen. Dass er all die anderen komischen Leute auf eine Expedition mitgenommen hat, verwundert dich gar nicht? Wo sind sie hingegangen? Nun, jetzt wo du es sagst. Offensichtlich macht das Sinn. Sie sind in Richtung Südosten gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Wertloser Weinbauch. Okay. Ich gehe der Spur nach. Hast du einen Vorschlag? Wir müssen herausfinden, was sie in der Nacht treiben. Mit ein wenig Glück verstehen wir so, was im Südosten passiert. Es wäre besser, wir starten heute Abend, wenn die Nacht einbricht. Hey du, nicht einschlafen. Es wird Zeit, sich umzusehen. Ich bleibe hier und bewache den Bereich. Keine Überraschungen hier. nicht einschlafen, sagt er. Es ist mitten in der Nacht. Finde die verdächtigen Dorfbewohner. Okay, tun wir. Vorher speichere ich nochmal ganz kurz. Ja, wer weiß, was die im Sumpf treiben. Also so, ja, düster und, wie sage ich es am besten? So düster, wie das Spiel teilweise ist, würde ich jetzt irgendwie eine kleine Orgie erwarten mit dem Gemüse, was aussieht wie eine Vagina.